Zurück in Fallout, sorry wegen gestern. Es ging einfach zeitlich nicht. Ich konnte keine weitere Folge machen. Ich dachte kurz, ich hätte noch eine gehabt, dann hatte ich aber keine mehr und dann war auch alles irgendwie schon zu spät. Und somit kam dann gestern, also am Samstag, keine Fallout-Folge für euch. Ich weiß, das ist eine ganz große Schweinerei. Aber jetzt bin ich ja wieder hier am Schlüssel. Ich wollte am Freitag eigentlich noch was aufnehmen, aber ich hatte direkt nach dem Stream, so gegen Ende, schon ultra die Hardcore-Kopfschmerzen und musste dann direkt ins Nächt. Und ja, samstags war einfach keine Zeit mehr, da noch irgendwas zu machen. Bisschen schade, aber naja, jetzt geht's ja wieder weiter. Ich habe auch noch nicht mal die Kommentare beantwortet, wo ihr gefragt habt, was jetzt los ist. Weil ich, ja, noch keine Zeit hatte. What the fuck? Achso, die Lampe. Leute, das ist nur die Lampe. Warte, Munition sparen. Hey, wie? Ich weiß nicht, was wir jetzt vorhatten für heute. Sicherlich einige Aufgaben erfüllen, beziehungsweise. Genau, wir hatten, hier, wir haben mit ihm noch gelabert. Bin ich jetzt leichter geworden? Haben wir weniger Scheiße dabei? Ja, wir sind ultra leicht geworden. Valerio, sehr gut. Dann gehen wir mal los und gehen hier zum Haus der Familie Kartoffelsalat. Ach ja, ich habe irgendwie die ganze Woche, jeden Abend eigentlich, ziemlich krasse Kopfschmerzen. Aber ist auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Stress, Überspannung, was weiß ich. Aber wenn ich mich hinlege, geht es dann eigentlich immer recht schnell wieder. Es kommt so hinten aus dem Hinterkopf, schon fast aus dem Nacken. Vielleicht auch irgendwelche Verspannungen, man weiß es nicht. Ja. Und da konnte ich dann einfach nichts mehr aufnehmen. Und tagsüber, gerade am Wochenende, wisst ihr ja, ist ja eigentlich so Familienzeit. Und dann war abends, kam auch noch The Barrel vorbei. Und dann war eigentlich, ja, dann wusste ich, okay, alles klar, heute werde ich kein Fallout-Video mehr schaffen. Es hätte auch fast kein CSGO-Video gegeben. Das habe ich ganz schnell noch hingehudelt. Ich weiß gar nicht mehr, was war es denn jetzt gestern. Ach ja, genau, das die Top 10 Gloves. Die habe ich gerade noch so geschafft, dass es so mittelrechtzeitig kam. So, Monsieur, du hallo? Du hast es geschafft, oder? Mhm, ich konnte das süße Lied der MGs bis hier unten hören. Mhm. Ich habe gerade noch mit Reba das Tanzbein geschwungen. Das glaube ich eben nicht. Kein Problem, Barney. Immer wieder gerne. Reba und ich danken dir. So schnell werden wir dich nicht vergessen. Also, die Belohnung. Hier ist ein Schlüssel zu meiner Werkstatt im Bunker. Reba 2 sollte dort auf dem Tisch liegen. Du hast sie dir verdient. Yeah. Wenn du mich entschuldigst, aber heute stehen Zielübungen an. Die Freiwilligenmiliz von Salem macht niemals Pause. Ja gut, du hättest einfach die Tür aufmachen können. Du musst mir nicht direkt einen Schlüssel geben. Aber egal. Oh, Leuchtfackeln, die können ja schon mal mir, ne? Ganz klar. Oh, Super Cleaver. Die Rip 2! Perfekt! Verursacht 50% mehr Schaden gegen Meyerlurks und Insekten. Yannis! Das Ding nehmen wir auf jeden Fall sowas von mit. Bunsenburn. Stinkpacks, auch bereit ins Wasser. Können wir die direkt verschisseln? Warte, was haben wir hier? 63,99. Die ist 304 wert, meine Damen und Herren. Sollen wir die... Warte mal, wir lassen die mal... Sollen wir die Reba einfach so lassen bei dem Namen? Die Free Haircut würde ich dann weglegen. Weil die Reba halt nochmal einen Ticken krasser ist. Zumal sie halt nochmal diesen extra Schaden gegen die Scheißviecher macht. Wir gehen hier mal raus und... Ich leg die jetzt nicht direkt weg. Sondern... Warte mal, ist da noch was drin? Aha. Haben wir hier noch was? Ja, moin. Brauchen wir jetzt alles nicht so dringend. War da hinten noch was zum Leerräumen? Glühbirnen. Ich weiß gar nicht genau, was die uns genau bringen. Aber hier können wir auch noch ganz klar das Häuschen räumen. Wenn wir wieder irgendwelche Sachen brauchen. Wir haben jetzt schon länger nicht mehr so wirklich gebaut, beziehungsweise Dinge beim Bauen gebraucht. Also speziell jetzt beim Butze bauen, beziehungsweise, ihr wisst schon, Siedlung bauen. Wir könnten natürlich mal schauen, ob wir noch waffentechnisch irgendwas aufskillen können. Ich glaube, das geht aber auch erst, wenn wir unsere Level in Ding reinhauen. Wir brauchen Technik-Freak und Waffen-Freak. Was ist denn dieser Wissenschafts-Freak oder sowas? Hier? Nee, Sandmann. Sandmann. Eins heißt Wissenschaft. Maschinen, die Menschen zumindest... Roboter hackst. Ich habe das mit dem Hacken noch nicht hinbekommen. Man muss, glaube ich, hinschleichen, ne, um einen zu hacken. Ihn ein- oder auszuschalten, beziehungsweise seine Selbstzerstörung einzuleiten.
Das würde ich schon echt gerne machen. Das klingt ziemlich interessant. Wo ist denn diese scheiß Wissenschaft? Was ist ein Aquaboy? Wasser ist sein Verbündeter. Das ist doch einer der unnötigsten Dinger, oder? Ich bin blind. Wo ist die Wissenschaft? Ihr schreit alle so, Kasperle, hinter dir das Krokodil. Und ich finde einfach das scheiß Krokodil nicht. Wo ist es? Wissenschaft. Wartet, ich hab's gleich. Da ist es! Nee. Da! Nuklearphysik. Hä? Bin ich blind? Ich bin blind, ne? Wartet. Das muss ja bei Intelligenz sein, oder? Hacker? Da ist es! Da! Wissenschaft! Ich dachte, da hockt auch in so einem Pult, sorry. Ich mach mal hier eins rein in Wissenschaft. Und den Rest lasse ich jetzt erstmal so auf sich beruhen. Weil ich da einfach jetzt noch zu unsicher bin. Ich weiß nicht genau, was wir da noch wie machen können. Keine Sorge, das hier hinten räumen wir noch aus, die ganze Chose. Ja, also Salem machen wir noch komplett leer. Wir machen das so wie wir es immer angehen. Wir gehen irgendwann mal durch und... Reba 2, I need you like a dipshit. Und dann mache ich die auch direkt... direkt in unsere Favoritenliste. Hallo? Boah, die ein krasses Scope. Look at the scope, Harold! Oh shit, Harold, what the fuck? Haraldino, Padologio, mio madre, Buzzi, Boo! Wow. Der Hit war ja wirklich höchst krass. Wenn ich da gelandet hab. Kotzi, komm mal her. Also irgendwie macht die Reaper doch nicht diese Schitte. So! Nehmen wir noch mit. Zählen als Insekt, denke ich, auch die Viecher, die in der Erweiterung sitzen. Ihr wisst schon, die in Far Harbor. Nee, bei dem Park. Auf 5 liegt übrigens unser altes Scharfschützengewehr. Dann lege ich die Reaper mal kurz auf 5. Na so. Damit wir hier schon mal die richtige haben. Was? Oh, wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob das ist, aber falls es das ist, habe ich direkt ein kleines Gimmick für euch, das vielleicht noch nicht jeder kennt. Möglicherweise. Jetzt wäre diese Erweiterung doch nicht schlecht, ne? Dass wir hier nicht vergammeln. Gerade haben wir noch vom Teufel gesprochen. Mal gucken, ist es das? Ja, das ist es. Das hier ist eine Anspielung auf Der Weiße Hai. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber das soll halt Der Weiße Hai sein. Und der Knilch ist sogar angezogen, wie einer der Protagonisten, auch mit diesem blauen Halstuch. Ziemlich nice. Da ist eine Kamera an. Oh, edel. Und eine Machete. Ja, das hier ist ein... Eine kleine Anspielung. Richtig cool, richtig süß. Komm, wir machen hier mal das Ding an. Superkleber und Sicherung. Näs. Was ist denn da hinten? Ein leuchtender Radskorpion. Nee. Voll die Missgeburt und so. Voll der Monko Willi. Alles klar, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir nicht diesen Gun-Weapon-Drop-Modus Weapons of Fate haben. Bestimmt nicht. Weil sonst könnte ich hier nicht einfach so anfisten. Ich muss nochmal nach den Dingern gucken, nach den Mods. Machen wir uns bald mal ein paar Titsche da mit dem Spiel, naja. Nee, Leute, hey, das geht doch nicht, hallo? Da kommt doch der Fallout-YouTube-Mensch und sagt, hey, this is not even working with you. Oh, shit. Der ist ein Totenkopf. Alter Bolirio. Cotsworth. Kotz. Leute, ich kotz, ne? Oh fuck, wie der manchmal schnell rennt. Ah! Er ist mutiert. Cotsworth! Wo ist der Cotsworth hin? Wo ist der? Jetzt mal ohne Flachs, wo ist der hin? Wie gefällt dir das? Ey, ich raff's nicht. Wo ist denn der Dummkopf jetzt hin? Ist der behind oder was? Ich brauch so ein bisschen Hilfe. Gleich kommt er angerannt wie so ein Monokel. Warte, ich geh ins Haus. Versuch mich mal hier drin zu kriegen, du Bock. Du Verschissen. Na gut, klar, du kannst mit Zeug spucken, aber ich kann mit Scheiße werfen. Guck. Oh. Na, damit habe ich ihm jetzt aber ganz schön gegeben. Ah. Shit. Okay, alles klar, Leute. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Nochmal so. So, zack, zack. Gerak. Wir wollen ja nicht süchtig werden, aber ich glaube, wir werden heute süchtig nach Yet. Shit, Motherfucker.
Oh ja! So. Und Waffe wechseln. Ja! Oh, oh, oh yeah! Also, ach Gott. Ganz viel erotisch. Hä? Wo sind denn die Mischlinge jetzt her? Wo kommen die her? Albino Matchlings. What the fuck? Leute. Hä? Die sind jetzt gerade gespawnt, als ich ihn gefistet habe. Oh Gott, ich bin ein Meisterschütze. Er steht vor mir, ich treffe ihn nicht. Au. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Schön in Ordnung. Nein, nein, nein. No! Okay, okay. Die drücken ganz schön rein. Die drücken ganz schön rein. Mon frère. Voilà. Also in diesem Modus hier. Die falsche Waffe gerade in der Hand, ne? Die gehen sogar über Autos drüber. Alter, was für krasse... Oh, oh. Was für krasse Viecher. Die anderen können es nicht. Komm, ich will... Hallo. Vor mir steht jemand. Ich will mir den Kopf bratzen. Ja! Komm, los mal! Alter, die sind hart, die Albino-Juggel. Gut, Cotsworth, mach du mal weiter. Ich lade mal eben alles durch. Boah, ich bin natürlich wieder ein Meisterschütze heute, ne? Das war's schon! Oh Gott, das war gestern vorgestern im freitägigen Stream. Das war so. Noch ein Radiumgewehr, nice. Das war so scheiße peinlich. In diesem letzten Spiel, wie ich da gespielt habe. Ihr habt alle noch gemeint, ich soll aufhören, so pessimistisch zu sein, weil ich dadurch schlecht werde. Es ging einfach nicht. Es ging nichts rein. Ich hatte am Schluss irgendwie 11 Kills oder so. Keine Ahnung, wie viele Punkte. Pff, 20, 30. Ich habe die einfachsten Shots versaut. Das war Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn. Das war wirklich peinlich. Ich poch ständig drauf. Komm, wir machen mal ein High-Führer-Game. Endlich High-Führer-Game, bla bla bla. Und dann habe ich das so hart verkackt. Klar, in dem anderen High-Führer-Game bin ich abgegangen wie ein Schütze. Aber sonst, nee. Was wirft denn das bitte schön für ein Bild auf mich? Heidenei. Ich meine, ihr wisst zum Glück alle, dass ich total Überkiller bin, aber trotzdem. Würde meine Nichte jetzt sagen, trotzdem. Aber trotzdem. Das war's schon. Ich dachte, es gibt irgendwie so eine Wasserstadt mit Raidern drauf. Ich hatte das für den Anfang davon. Aber scheinbar doch. Aber scheinbar trotzdem. Ah, fuck. Fuck. Schnell, schnell. Power Rangers. Ja, jetzt habe ich heute auch nur ganz kurz Zeit, um eine Folge aufzunehmen. Die dann. Oh Gott, sind das. Ich hatte kurz für ein Todeskralleneier. Oh, fuck! Ich wollte gerade noch sagen, die gehen doch eigentlich auf. Ja, jetzt müssen wir sie halt tot machen, die Banke. Schlagen. Oh, ich hab kein Ding mehr. Ich hatte keine AP mehr. Cotsworth, du hast irgendwas angezündet, du Wurst. Sind hier noch mehr Anspielungen auf diverse Filme? Oh. Das ist so eine Kürbis-Lantern. Aber ich glaube, hier ist sonst gar nicht mehr so viel, oder? Gut, dieses Boot da noch. Der schnauft wieder so hart, ne? Ist schon haarig, hier rumzulaufen am Strand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ich einfach ultra daneben schieße. Malak, Sir! Malak, Sir! Sir, this is a Malak Death Prowl! Oh, he's hitting me so hard. He's a dipshit. Ich schieße dir in den Arsch, du kleine Kralle. Nein, nein, geh weg. Die sind schon echt widerlich und ultra nervig, weil sie halt saulange brauchen. Man muss immer schön in die Fresse schießen. Was nicht immer geht und Cotsworth. Oh Gott, davor steht. Ja, es ist wirklich schlimm, Cotsworth, oder? Ja, ja. Da ist noch was. Da ist auch noch irgendwas. Ich wollte doch eigentlich zum Leuchtturm. Leute, ich wollte doch zu dem Leuchtturm. Okay, warte mal kurz. Das will ich noch. Da will ich noch kurz hin. Es ist bestimmt ganz viel Scheiße im Wasser. Hallo? Ist hier irgendwas versteckt? Nee, nix. Doch, ein Stinkpack. Ha! Es hat sich ja gelohnt. Guck mal, der Kotzi ist voll am Leggen. Ah. Da ist noch eine Halle. Ja gut, wir gehen einfach von unten an den Leuchtturm ran. Der ist ja auch am Wasser. Wobei wir dann noch ein paar, also wahrscheinlich noch ein paar von den Kackviechern hier am Start haben, war ja klar. Kotz, ich hoffe, du bist bei mir, Kotzi. Ich erwarte eine Flammenwand. Ah, ja, da ist er, krass. Flame him, dude.
Patschwaff merkt nicht, dass wir im Gefecht sind. Jetzt, wo ich ihn umgebracht habe, sagt er, Ach, komm, ich nehme das mit. Wir wollen doch wieder mehr kochen, haben wir gesagt. Und ich muss mir mal ein paar Redaways reinpaffen. Mindestens eins Redaway. So. Zack. Was ist da noch Schönes? Meistens sind hier dann irgendwo so coole Gimmicks versteckt. No. Durch gar nichts versteckt. Blödes Spiel. Die Hallen da. Da ist bestimmt was Tränktes drin. Licht. Aha, aha, aha. Das ist der Weg. Aha, aha. Ich mag ihn. Aha, aha. Nix. Super. Oh Gott. Cutsworth, da ist dein Meyerlock. Ich habe ihn schon umgebracht. Der war ja total easy. Superklebersicherung. Nice. Was da vorne wohl ist? Bestimmt irgendwie ein Riesenviech. Schade, dass man kein Boot nehmen kann, um rumzufahren. Das war so cool. Da vorne ist der Leuchtturm. Eieiei. Oh nein, nein, nein. Zack. Zack. Die. No. Die. Ja, einfach mal kurz, Kotzi. Hier geht's schon wieder zu arg ab mit den blöden Eiern da. Was war denn das? Was gehört? Was ist denn das? Was ist denn das? Ah, eine Krabbe! Eine Rab. Früher hat man Krabbe gesagt, so Rabbe. Ja. So, hallo, hallo. Bestimmt eine Falle, Kotz. Kotz, pass auf. Doch nicht. Kotz, hier ist doch keine Falle. Oh. Drive in, fly out. Das ist doch diese Hugo Boss, diese Werbung von Douglas. Come in and find out oder sowas. Naja. Das war natürlich echt ein Gag, den sie da gebracht haben. Kommen Sie rein, finden Sie wieder raus. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Nichts. Kotz, hier ist nichts. Wir können praktisch wieder gehen. Das ist total. Ja, ein bisschen. Ja, hahaha. Er lacht mich immer aus, weil ich Zeug mitnehme. Und er stellt Wasser in sich her. Also, Cotsworth, ich weiß nicht, was er zum Lachen ist. Ja, nicht unsere Munition. Oh Gott, wir haben fast keine Muni mehr dafür. Wir müssen mal die Gammelwaffe nehmen, da. Gammelwaffe wieder. Wir müssen jetzt, glaube ich, langsam anfangen, Munition zu kaufen. Für die Dinge. Ganz viel. Oh! Expert! We are an expert! Oh, die geile Mucke. Ihr könnt sie nicht hören, ich weiß. Geschafft. I don't want to set the world. Das ist ein geiles Lied. Das war, glaube ich, zu Fallout 3 das. Bei Fallout 3 das Lied von den Inkspots. Ich habe mich eine scheiß Impro-Pistole aufgehoben, weg damit. Ja, das Intro-Lied ziemlich geil. Das hat mich richtig weggeflasht. Was? Hä? Ah, das sind Eier gewesen. Naja. Sollen sie doch einfach machen, wie sie wollen. Das davon haben wir schon entdeckt, ne? Ja. Wir sind ja gerade an der Seite und laufen runter. Oh Gott, warum ist es denn da vorne so hell? Ich speichere mal kurz richtig. Das, kann nur Schlimmes bedeuten. What the fuck? What the fuck? Was? Oh mein Gott! Ohne Flachs, das kenne ich nicht. Diesen Außenposten von den. Ich weiß, dass das welche im Turm drin sind. Was ist denn hier los? Gott, wie geil. Man findet, egal wie oft man das gespielt hat, man findet irgendwie immer was Neues. Okay, wartet. Ich muss Ding nehmen. Ach, scheiße. Ich brauche Redex. Ich hab Redex. Booyah. Oh, shit. Wir müssen das irgendwie anders machen. Geil, wie gut ich treffe. Hey, what? What? Oh, scheiße. Ach du Kacke. Okay, wartet, wir müssen da ganz anders ran. Was war da denn los? Ich hab gewusst, es lohnt sich, wenn wir da so ein bisschen rumrennen. Wo ist die scheiß Mine? Wo ist diese bescheuerte Mine? Wo ist die? Ist die jetzt weg? Okay, wartet. Wir müssen da ultra chillig ran. Wir essen noch was. Krass. Oder sollen wir voll durch mit Jet? Einfach andauernd Jet reindrücken und durchrennen. Haha, das wäre auch geil.
Ich bin ja, ich habe euch ja schon erzählt, das ist das erste Mal, dass ich mit Drogen spiele in dem Spiel. Ich habe noch nie diese Sachen genommen. Mal zum Testen vielleicht, aber ich habe sie wirklich nie genutzt. Ich bin immer so rum, habe mich so lange aufgebaut und war halt einfach overpowered irgendwann. Kraterhaus. Das flasht mich einfach immer wieder. Wenn man so neue Sachen entdeckt. Sobald ich den Krater einer Atombombe sehe, will ich da auch sofort hinziehen. So sieht... Gott, was genau so sieht's aus. Alter, schießt der gerade zu mir, der Bonge? Ey, den ihre Waffen! Aber Contrast dürften die eigentlich nicht viel ausmachen. Haha! Bitteschön! Woo! Alles klar, ich schmeiß noch... Oh, die ist jetzt nicht so prickelnd geflogen. Au. Contrast, da ist ja einer. Kotz. Der hat so Tracer geschossen. Habt ihr es gesehen? Dieser Geschützturm von denen hat Tracer. Das ist plus 48. Na klar! Warte mal. Geh mal weg. Kotzwart! Oh, er steht vor mir rum und die BBB. Bam! So, ich brauche mal euren Scheiß. Gamma-Kanone haben wir schon. Wartet mal, ich muss das. Wo ist denn diese andere Frau, die wir gerade. Da liegt sie. Wir chillen mal ganz kurz. Ach du Scheiße. There's no chill! They got no chill! Ha! Hallo? Boom! Oh Gott, der Kopf ist gerade voll nach hinten weggeklappt. Right away, die haben right away dabei. Das sind doch bestimmt Lügner bei denen in ihrer Religion, oder? Wenn jemand Redaway am Start hat. Oh shit, ich bin fast tot. Ich hau dem ein Critical rein und drück mir dann sofort ins Stinkpack rein. Ist der hingefallen? What the fuck? Der ist hingefallen. Nein! So und so. Oh Gott! Okay, ich glaube, es hilft nichts, Leute. Es hilft einfach nichts. Boom, bitch! Get out, man! Ich kann nur seine Umrisse sehen. Das habe ich jetzt nur für ihn gebraucht, diese Stinkpack. Eine Nudelschale dabei, okay. Wir nehmen noch einen Red Away. Krass. Was für ein Fight! Ist hier noch jemand closer? Wo bist du? Hier durch. Ich komme schon zu dir. What's up? Ich steck mal kurz noch in den Baum, dann komme ich zu dir. Warte mal, wo ist denn dieses scheißblöde Geschütz? Was ist mit dieser Tracer-Muni? Guck dir das an. Warum bin ich jetzt so am Zittern? Na, es trifft nicht. Ha! Ja! Alter, ich bin so ein Meisterschütze. Hier. Quatsch, was kannst du mir vielleicht helfen mit dem Geschütz? Warum zieht dich denn so? Bin ich gecrippelt? Bin ich irgendwie gecrippelt? Ich weiß es nicht. Das ist immerhin das dumme Ding kaputt, so. Das müsste eigentlich gehen. Was ein krasser Fight. So. Sehr gut, ich komme jetzt. Es ist so abnormal, wie diese Waffen von denen klingen. Das ist nochmal so ein Übler. Er schmeißt mit irgendwas. Was war das denn? Er hat mit einer Atombombe geschmissen, der Kerl. So, durch. Jetzt bist du dran. Ich werde mit dir, ich schieße nicht daneben, weil ich direkt vor dir stehe. So. Beruhig dich. Nuka-Granate, er hat eine Nuka-Granate geworfen. Wahnsinnskerl. Wir können gerade nichts herstellen, man kann aber in den Krater laufen. Oh Gott, höchste Verstrahlung hier unten. Krass. Das finde ich wirklich extrem geil. Oh fuck! Was war denn das? Ich werde dich zurück ins Licht zerren. Was war denn das? Keine Ahnung, aber es hat mich irgendwie gar nicht getroffen. Was für eine lächerliche Falle. Geil. Oh Mann, das ist gerade richtig sick. Ich würde so gerne jetzt einfach 80 Millionen Stunden spielen, aber mein Grillfreund und ich haben noch sehr, sehr viel zu tun. Oh, Fehlversuche, leck mich doch. Ich habe noch gar keinen Fehlversuch gehabt. Ich sollte am Anfang einfach immer erstmal eine Sache betätigen. Naja, vielleicht kriegen wir es direkt hin. Howls. Okay. Mhm.
Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt. Ich weiß nicht. Auf ein neues. Also, wir machen mal Arena. So. Und dann entfernen wir unsere Fehlversuche, beziehungsweise entfernen Fehl-Dinger. Zack. Okay. Oh, Baby. Da, 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 da. Die Mucke ist so geil. Das hier ist aber echt wenig drin, ne? Das ist lächerlich irgendwie. Wir hatten schon irgendwie 4 oder 5, kann das sein? Naja, okay. Arena war ein Treffer. So, Arena war ein Treffer. Okay. Das hier könnte richtig sein. Nein, aber wahrscheinlich ist es dieses N. Das heißt, wir müssen noch eins suchen, wo hinten auch dieses am vorletzten Punkt das N ist. Es gibt hier keins mehr. Bin ich bescheuert? Das N muss es sein, oder? Das ist der einzige übereinstimmende Punkt. Oder denke ich gerade bescheuert? Hier ist kein N, da ist kein N, da ist kein N. Da ist. Ich mache jetzt einfach. Da ist das falsch, natürlich. Giant haben wir gerade eben gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Da ist das N am Schluss. Oh! Horst. Geschafft. Na also! Haha, das Leuchtfeuer. Wir haben unsere Gläubigen zum Turm auf der Klippe geschickt. Das ist dieser Leuchtturm. Sie werden ein Leuchtfeuer für Atoms Kinder entfachen, auf das sie zu uns ins Leuchten finden. Selbst die Ketzer werden Teil des großen, der großen Spaltung werden. Wärmen wir uns im göttlichen Leuchten von Atom. Scheinwerfersteuerung, Licht einschalten. Und dann mache ich noch für alle Fälle, sehr gut, Sir, den Turm aus, aber es ist ja eigentlich eh keiner mehr da. Einer lebt noch, ne? Du bist Spüre Atoms Grünes! Was für ein Leid? Das ist kein Leid. Aber durchgleich Leid, bitch, fehlende Hand, bitch! So. Ja, ich hab's doch gesagt, der fehlt dann gleich die Hand. Dumbatz. Wollt schon nicht hören. Teerbeere. Wer isst gerne Teerbeeren? Klar, dass es solche Gemognos sind, die gerne Teerbeeren essen. Cotsworth, kannst du dich wieder hinstellen. Wir räumen auch die Butze hier aus. Richtig cool, Mann. Das finde ich echt geil. Diese Idee auch einfach. Was ist? Ist das ein Flugzeugtrieb? Das ist ein Triebwerk, oder? Von einem Flugzeug. Von einem Jet. Gibt es hier noch irgendwelches. Aha! Ja! Du erleidest dauerhaft 5% weniger Schaden durch Insekten. Ja! Das Bild war auch sehr cool. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe die letzten paar Folgen. Da habe ich solche, oder die vorletzten paar Folgen, da habe ich solche Bilder von den Überlebensführern genommen. Einfach als Titel für die Videos. Als Thumbnail meine ich. Weil die einfach so schön gemacht sind. Ah, nein. Ja. Ja. Ha! Lächerlich. Ja. Gut, nehmen wir alles mit. Ist hier oben noch. War ich jetzt schon in diesem kleinen Häusel da? Ja, ne? Da war ich ja schon. Genau. Jetzt kann ich ja noch schnell was kochen. Und zwar können wir noch ein paar Sachen anbraten. Dass wir wieder Dingens sparen. Unsere Stinkpacks. Nein, ich koch doch nur. Er hat überhaupt kein Vertrauen in mich. Ich bin super Koch. Ich kann das total gut mit dem Korridor. So, jetzt gehen wir heim. Jetzt gehen wir gerade mal heim. Boom. Ja, die Atommission geht natürlich noch weiter. Oh! Du Scheiße! Ich glaube, das ist auch nur so ein Ding, das so ein bisschen Elektroschaden macht, oder? So ein Coil? Ich weiß es nicht. Ja, sieht so aus. Das sieht auch cool aus da. Also, es ist leider nicht mehr genug Zeit jetzt für diese weitere Mission hier in dem Turm. Aber wir gehen noch ganz kurz da links hin und gucken, was es da noch so zu holen gibt. Yeah. 5 Rad? What, dude, what? Das ist doch eine Frechheit, oder? Das sieht cool aus. Da hinten ist sogar irgendwas, da steht was, als wenn da jemand noch leben würde.
Jawohl. Schachtel Zigaretten und ein Brotkasten. Super geil. Wirklich wertvoller Loot, den wir hier gefunden haben. Eklige Pflanzen. Und hier wohnt jemand. Ha. Oh, 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 oh. Oh, ein großes Becherglas. Ja, moin. Und ein Bein von dieser Buttercup-Scheiße. Und Fische. Verrottete, verschissene Fische. Was ist das? Ah, das ist so ein Schiffsstrandding. Ihr wisst schon, Wasser. Das sind so Wasserdinge, Wasser. Was hat er hier oben drauf? Einfach nichts. Das ist wirklich bombastisch. Was passiert, wenn man einfach rausschwimmt? Da drüben ist nochmal so ein Ding. Und was ist da hinten? Waren wir da schon? Nee. Eine kleine Insel. Okay, ja. Nächstes Mal geht's dann auf zu dem Leuchtturm. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.